Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir ganz viel gequatscht haben, so ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns ja gesetzt. Ich heile dich ja nochmal, ich weiß auf, ja nicht. Oh ja, das, auf, ja. Das, auf das wollte ich gerade hinaus, ja. Erwarten Sie hier. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interviewparts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen, mit Arschbombe vorab. Und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten, oder ist der Wagner, oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie, und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt, Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet. Und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hatte, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare, ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also haut rein, Jungs. Peace. Läuft. Jo. Ja, das sind sehr viele Fragen, die schon beantwortet sind. Ja, ja, ja. Ja, wie verbraucht sich das Öl? Das haben wir auch schon beantwortet. Ne? Wie verbraucht sich das Additiv? Das Additiv, die gehen eine chemische Reaktion ein. Additive gehen unter Druck und Hitze eine chemische Reaktion ein mit den Grundmetallen und bauen dort eine neue chemische Schicht auf. Man spricht hier von der Filmbildung. Ja, okay. Und somit werden auch die Additive verbraucht. Ja. Ja. Mhm. Okay. Und somit ist auch die Wirkungsfähigkeit der Additive zu erklären. Das entscheidende Punkt ist eben, das Additive auf die Oberfläche zu bringen. Mhm. An den entsprechenden Punkten, wo ich sie brauche, zur entsprechenden Zeit. Ja, ja, okay. Genau. Mhm. Genau. Ja, können wir mal gucken, was sind die wichtigsten Zutaten für ein gutes Öl? Wenn wir fragen, können wir, ja gut, das ist letztendlich auch wieder sehr komplexe Frage. Ja. Die wichtigsten Zutaten sind letztendlich die Additive, ne? Die ja. Ich beigebe. Das sind jetzt eben Anti-Wear, Anti-Friction-Additive, Schaumhämmer, Viskositätsindexverbesserer und so weiter. Ja. Die letztendlich hier ein cooles Öl ausmachen. Ja. Ja. Unterschiede zwischen mineralischen, vollsynthetischen, haben wir auch genau, schon besprochen. Genau. Was macht ein gutes Öl aus? Na, und das sind natürlich jetzt auch wieder ja, oder sehr globale Frage. Ja, ja, ja. Letztendlich machen gutes Öl aus die perfekte Abstimmung des Additivpakets ja. zu den entsprechenden Anforderungen. Ja, ja okay. Ich kann das Additivpaket reinpacken ohne Ende, ja. weil ich das nicht brauche. Ja. Verstehen Sie, für eine Anwendung. Ja. Ja.
Man muss halt also wo ich praktisch jetzt mit Kanonen auf Spatzen schieße. Ne? Andersrum natürlich schlecht. Ne? Ja, das ist ja besser weg dann. Ja. Ja, okay. Ich muss auch gutes Grundöl, das ist auch schon besprochen. Ne? Praktisch jetzt... Ich habe ja auch viele Fragen, die ich hatte, die mir eingefallen sind, auch schon mit. Gut, das ist ja spontan ne? schon, genau, das sind einfach spontan Antworten, die sie hier stehen, das sehe ich genau, schon so. Ja, ich sehe das genauso. Und wechsel mal Öl ist drin, Bonglife, ist eigentlich alles beantwortet. Ja, welche Ölrezeptur ist die beste, wenn alle Ölhersteller doch eine andere Rezeptur verwenden? Das ist ja auch wieder so eine globale Frage, die ich so auf die Schnelle nicht beantworten werden kann, weil sehr viele Rezepte dann doch eben auf die Anforderungen abgestimmt sind. Ne? Ja. Wenn man zum Beispiel in die Getriebeöle geht oder sag mal, wenn man jetzt mal das weiter ausbaut, wenn man auf die Industrieöle geht, ne? Irgendwelche Prozessöle, dann brauche ich wieder was anderes. Wie ganz andere Anforderungen, die man hat. Wie jetzt zum Beispiel ein Motoröl. Sicher, der Massenabsatz sind die Motorenöle, gar keine Frage. Ja. Ne? Weil sie eben von der Wechselintervall dann doch relativ kurz sind. Was zum Beispiel Industriegetriebeöl wird bei weitem nicht bei der Stundenzahl gewechselt wie jetzt ein Motorenöl. Ja. Und wobei dort auch auch entsprechende Belastungen da sind. Mhm. Zum Beispiel bei solchen Anwendungen. Ja. Und die Frage kann man nur so beantworten, dass das wirklich nach den Anforderungen eben dann gerecht werden muss und beziehungsweise auch dahin entwickelt werden muss. Ja, okay. Und also allgemein mal Sachen, allgemeine Begriffe, die ich bei Oilclub gefunden habe, auch in den Ölanalysen, was gemessen wird, also Eisen, Chrom, Zinn, Aluminium, Nickel. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ist jetzt in dem Additivpaketen des Öls drin oder was. Das sind Abriebmetalle. Oder ne? Was sind jetzt das drin, genau das ist erstmal. Und dann ging es dann noch weiter, Kupfer, Blei, Silizium, Kalium, Natrium. Das war, glaube ich, erstmal das, wo man guckt, wo sich was, wo es abrasive Späne. Das sind jetzt zum Beispiel jetzt Eisen, Chrom, ja. Zinn, Aluminium, Nickel, Chrom, Nickel, das sind Kolbenringe. Aluminium sind Kolben. Ja. Ne? Zinn ist ein Lagermetall, wenn vorhanden. Eisen sind Zylinderlaufbahnen. Ne? Ja. Kupferblei. Kupferblei sind Abriebmetalle. Ne? Ja. Kupfer sind Lagerschalen, ja, Blei auch. Okay. Wobei Blei nicht mehr eingesetzt wird. Ne? Mhm. Siliziumdioxid ist Sand, ist Staub. Ne? Mhm. Ist aber auch ein Bestandteil eines Additivs. Ne? Kann auch ein Bestandteil ist. Kalium auch. Ne? Natrium. Das sind aber alte Formulierungen. Ne? Das kommt so in neuen Formulierungen nicht mehr vor. Kalium. Mhm. Zum Beispiel Kaliumsulfonat oder Calciumsulfonat. Kaliumsulfonat wird eher eingesetzt als Additivpaket. Calciumsulfonate werden eingesetzt, aber das sind schon ältere Formulierungen. Moderne Öle nicht mehr. Ja. Okay. Korrosionsschutzadditiv zum Beispiel Calciumsulfonat, Kaliumsulfonat. Mhm. Natriumsulfonat, das sind alte Formulierungen. Viskosität bei 40 und bei 100 Grad. Viskositätsindex. Was ist besser, hoch oder niedrig? Hoch natürlich, ja. Oxidation, das ist die Ölalterung. Mhm. Nitration ist der Nitrateintrag durch die Verbrennungsabgase. Das heißt, wenn der Kolben durchbläst, wenn ich Low-By-Gas habe, wenn ich Durchblasgase habe, dann wird sehr hoher Stickstoffanteil, sehr, sehr heiß, ins Öl eingetragen. Das nennt man Nitration. Ja. Dann werde ich mehr Stickstoff feststellen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Nitration habe, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass ich Durchblasgase habe, dass an der Kompression was nicht stimmt. Mhm, okay, ja. Mhm. Sulfation kommt von Schwefeleintrag aus dem Kraftstoff. Okay. Ja. Schmutztragevermögen, das ist praktisch die Fähigkeit der Additive, eben Schwebstoffe aufzunehmen und in der Schwebe zu halten. Mhm, ja. Dann Calcium. Calcium ist ein Additivbestandteil, zum Beispiel Calciumsulfonat, Magnesium auch, Bohr auch, Zink auch. Welche Eigenschaften haben die einzelnen? Kann man das so sagen? Calciumsulfonat ist zum Beispiel ein Korrosionsschutzadditiv. Ne? Mhm. Magnesium wird nicht mehr eingesetzt, das hat man früher mal gemacht. Bohr bedingt.
Die wichtigsten sind Zink, Phosphor, ja, als Zinkdiethylphosphate in den älteren Formulierungen. Also zum Beispiel Castrol, Castrol 5W40 hatte das, ist auch mit Zink noch formuliert, zum Beispiel aus vor 10 Jahren etwa. Wie das heute noch machen, weiß ich nicht. Ja, okay. Da müssen wir nochmal frische Untersuchungen machen. Weil das ja so in den Daten nicht drin steht. Das muss man nur in einer Röntgenanalyse feststellen können. Ja, okay. Phosphor, Barium, Molybdän und Schwefel sind Dütyltiere. Schwefel-Phosphor-Verbindung oder Zink-Phosphor-Verbindung, Barium-Verbindung, Molybdän-Verbindungen. BN ist die Total Base Number, also die Fähigkeit, Säuren zu binden. Ja, okay. Ja, dann das ACCEA, das ist das Europäische Institut für die Ölnormung. Ja. Dann HTTS, das ist die Scherfestigkeit. Ja. NOAC, das sagt mir jetzt nichts. Sulfated Ash, das ist Englisch, also sulfatierte Asche. Ja. TBN, TBN-Wert ist, das ist nicht ganz richtig, rein im Korrosionsschutz. TBN-Wert ist der Wert für die, ist die Basenzahl. Also das heißt praktisch, wie hoch ist die Basenzahl, wie viel Säure kann ich neutralisieren. Ja, okay. Also die Säure-Neutralisationsvermögen, ja. Ja. Genau, Full Subs, Mid-Subs, Mid-Subs und Low-Subs. Ja. Low-Subs-Öl sind eben aschefreie Öle, ne? Mid-Subs und Low-Subs-Öle. Und Full-Subs dann mit... Oder? So habe ich es noch nie gehört. Low-Subs habe ich Low-Subs-Öle, aber Mid-Subs habe ich jetzt, wo das steht, da in irgendwelchen englischen Produktbeschreibungen, ja, das kann das sein, ja. Ich das ist jetzt im deutschen Sprachgebrauch so nicht Ich habe mal bei Ölclub angeguckt, was in den Analysen so abgefragt wurde und habe die einfach mal alle rausgeschrieben, um zu gucken, so was macht Bor, was macht Zink, welche Aufgabe hat Phosphor im Öl oder Barium. Das sind immer wieder Metallverbindungen, ne? Zink-Phosphor oder Schwefel-Phosphor-Verbindungen. Ja. Nur wenn wir wissen, welche Aufgabe die im Öl so verfolgen. Ja, okay. Was habe ich noch gefragt? Genau, bezüglich auch VW, die haben ja auch irgendwie jetzt ein 0W20 oder sowas entwickelt. Und dann haben die auf der Homepage geschrieben, dass... bei VW speziell. Genau, ja, VW speziell. Da steht, moderne Motorenöl... ich bin mittlerweile ein bisschen müde. Also moderne Motorenöle bilden einen wichtigen Baustein in den Bestreben der Fahrzeugindustrie, den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken und damit auch die Abgasemissionen zu reduzieren. Die zukünftige Motorölfreigabe von VW 508, 509 formuliert deutliche Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich der Kraftstoffeinsparnis. Wichtig in diesem Zusammenhang sind einerseits eine Reduzierung der inneren Reibung im Schmierstoff, wofür eine niedrige Viskosität Voraussetzung ist. Zudem werden erhöhte Anforderungen an die Altersstabilität, oxidative Stabilität des Motorenöls gestellt. VW setzt für die 508, 509 eine Viskosität von 0W20 voraus. Die Motorenöle, die die Anforderungen des 5W80 und 5W9 erfüllen, sind nicht rückwärtskompatibel mit älteren VW-Normen. Und dann, einfach nur so eine relativ stupide Frage, aber wenn die neuen Öle nicht rückwärtskompatibel sind, kann man daraus schließen, dass sie schlechter sind in dem Sinne, oder warum? Also ich würde es jetzt neu formulieren, nach dem Ganzen, was ich jetzt weiß. Der Punkt ist der, die Richtung ist klar, die hier vorgegeben wird. Ja. Die versuchen jetzt mit einer Viskosität Treibstoff einzusparen. Ja. So, die andere Richtung, es geht auf Long Life raus. Ne? Die wollen hier ein Long Life Öl produzieren, das hinsichtlich der Alterungsbeständigkeit. Das heißt, es baut sich ab, es oxidiert, es vergammelt, wenn man es jetzt mal auf den Punkt bringt. Ja. Oxidationsprozess ist ein Folgungsprozess und Oxidationsprozess ist ein Abbauprozess. Und die wollen jetzt entgegensteuern, dass sie Long Life noch länger machen. Dass, dass sie sagen, okay, komm, wir haben jetzt irgendwo 30.000, 50.000 Kilometer mit uns möglich. Was ohne weiteres auch möglich ist, wobei natürlich die Grundvoraussetzungen stimmen müssen. Ne. Du musst auch die Kraftstoffqualität entsprechend gegeben sein, natürlich auch die
der Abbrand des Klaffstoffes muss so perfekt sein, ja, dass eben dem Öl weniger widerfährt, damit es möglich ist. Ja. Ja. Und die gehen natürlich jetzt, also sagen wir, das Ziel ist es eben, in diese Richtung zu gehen und auch eben die Öle so aufzubauen, dass sie eben diesen Anforderungen gerecht werden. Und das, was sie anfordern, wird wohl möglich sein, weil sie diese Vorgaben geben und das wird wohl erreicht sein. Manche Hersteller haben das schon erreicht. Ja. Das heißt, es ist möglich, was sie anfordern. Nur die Frage ist, ist es auch alles richtig? Mhm. Ist es auch alles gewollt so? Ja. Oder welcher Zusammenhang steht da? Oder das haben wir ja schon diskutiert, sagen wir, dass man den Kraftstoffverbrauch durch andere Methodik noch optimieren kann. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Und die Frage ist, ob das alles so richtig ist. Ja. Was sie vorgeben, was sie uns jetzt präsentieren, das in der Vergangenheit präsentiert haben, war auch nicht richtig. Und die Frage ist halt, ob das einen richtigen Weg geht. Ja. Das ist die Grundsatzfrage, was ich mir jetzt stelle. Also es geht auch anders. Man könnte ja auch anders andere Wege gehen. Ja. Ja. Meiner Meinung nach, okay, also das ist ein Weg, man muss es so akzeptieren. Nur ich teile nicht immer diese Meinung. Ja. Ja, ganz klar. Ja, das ist halt der Trend der Industrie, ne? Genau. So wollen sie es haben, dort wollen sie uns hinführen. Ja. Nur ob das richtig ist, steht auf einer anderen Platte. Ja, definitiv. Das denke ich auch. Ja. Ja. Genau. So, warum sie nicht rückwärtskompatibel sind, das kann ich so nicht beantworten. Wahrscheinlich ist es so, dass sie eben den Kunden binden wollen in den Werkstätten, um für ein Liter Öl 30 Euro verlangen zu können in den Vertragswerkstätten drin. Das wird wohl schon der Weg sein, dass man dort jetzt den Kunden wieder limitiert oder beschränkt oder in gewisse Richtung drückt, dass er den Weg gehen muss. Das ist schon meine Meinung auch. Ja, also eigentlich ist es ja unlogisch, wenn man jetzt einen aktuellen Motor hat aus, sagen wir mal, 2016 oder 2017, der noch nicht diese Norm hat und jetzt ein Jahr später den gleichen Motor kauft. Das passt nicht zusammen. Und dann sagt man, man kann jetzt nicht rückwärtskompatibel das machen. Ich vermute, das ist wieder eine Schutz. Reaktion oder auch Aktion, Reaktion oder Aktion besser gesagt, Aktion wäre besser. Aktion des Fahrzeugherstellers, um eben die Kundenbindung weiter voranzutreiben. Ja. Um Umsätze zu generieren. Ja. Ja, um Business zu machen. Ne? Ja. Business-Konzept. Genau, dann eine noch letzte sehr spezielle Frage, und zwar das neue Mobil 1 0W40, das ist so das New Life, was ich jetzt drin habe, wurde vom Markt genommen. Und jetzt gibt's das FS, also was für Full Seps steht, hat eine abgesenkte HTHS, so also nur noch 3,6 und deswegen auch keine BMW-Freigabe mehr. Mhm. Und dann war meine Frage irgendwie, wie viel ist von diesen HTHS braucht man und ist eine höhere HTHS immer besser oder auch manchmal kontraproduktiv, also die Share-Stabilität. Ob man das so pauschal sagen kann. Da sind ja viele pauschale Fragen. Ja. Weil Sie haben jetzt, Sie haben abgesenkt der HTH. Genau, HTH ist. Nur 3,6. Und deswegen bekommt es keine Freigabe mehr. Unter Umständen, denke ich mal, So, wie viel braucht man? Ne? Das ist immer wieder eine pauschale Frage. Ja, klar. Wie viel braucht man? Ne? Für welchen Anwendungsfall? Ja. Das ist die Frage. Der Umhör so besser, klar. Ja. Nur wenn es das Öl nicht mehr hergibt und dann von BMW auch nicht mehr freigibt, dann muss man eben ausweichen. Ja. Wunderbar. Genau. Achso, das geht hier wieder in die Richtung 0W20. Beispiel Lexus CT200 mit M-Säulen W20. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was jetzt hier gefordert wird, ne? Also das war einer, der, glaube ich, eine Ölanalyse machen lassen von seinem Auto. Mhm. Und der hat jetzt, glaube ich, einen Lexus CT20 mit diesem Amsoil-Öl nur W20 mit HTHS 2.7 und hat das dann irgendwie analysieren lassen und hat gesagt, nach 20.000, also nach 19.000 Kilometer hat er kaum Verschleiß, also F gleich 7 ppm. Was heißt F gleich 7 ppm? Weiß ich nicht. Okay. Kann ich jetzt nicht deuten. Okay. Genau. Und dann ging die Frage weiter. Hier findet man die Analyse. Und dann fragt er dazu, kompensiert die Qualität des Öls, also FE, den HTHS-Wert?
Also dann schreibt er dazu, die 30er Öle von Amsoil haben ja auch nur 3,1, während die europäische also größer als 3,5. Genau. Mhm. Also ich fand einfach nur interessant, dieser neuen Öle, den Ansatz der neuen Öle interessant und wollte mal gucken. Kompensiert die Qualität des Öls FE? Was steht hier unter FE? Ja, das ist FS. Weiß ich nicht. Ich glaube, FE ist der neue Begriff. Es gibt auch bei BMW FE-Öle und das sind alles diese Leichtlauföle. Mhm. Also es gibt BMW 0W40 Long Life, also LL01 und LL01 FE. Und die FE steht, glaube ich, für diese ganzen Leichtlauföle und Spritsparöle. Mhm. Also alles, was in diese Richtung W20. Ja gut, jetzt sag mal, der Punkt ist einfach der, sie wollen eine höhere Scherstabilität mit dem niedrig viskosen Öl. Ja, und das beißt sich. Das beißt sich einfach. Ne? Und deswegen sind sie einfach irgendwo, müssen sie hier runter, ne? Weil die Viskosität geht runter, sie müssen hier runter. Mhm. Und wie wollen sie es kompensieren? Ja, das ist die Frage. So, mit dem Additivpaket kann ich das kompensieren? Ja. Ja. Das heißt, wie weit treibe ich das? Ne? Sag mal, liegt das im Interesse des Ölherstellers, ne? Von den Kosten? Ja. Gegen den Mitbewerber, was sie so nicht bezahlt werden? Sag mal, wer beschäftigt sich so intensiv? Das sind ja sehr, sehr spezielle Sachen, ja. Dass der Otto Normalverbraucher überhaupt nicht, noch nie gehört hat, ne? Was wir hier diskutieren. Ja, sowieso. Verstehen, das ist eine sehr, sehr spezielle Sache. Und hier muss man ganz klar so, okay, ich kann nicht alles haben. Sag mal, ich brauche eine hohe Scherstabilität, ja. Ich will aber eine 0W20 Öl fahren. Das geht nicht, das beißt sich. Ja. 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 Ganz einfach. Das ist der Punkt. Ja. Guti. Dann haben wir. Gut, haben wir, super. Ja. Mhm. Gute Sitzung. Ja. Noch ein Abschlusswort oder so? Keine Ahnung. Boah. Ja. Kannst du mal die Uhr zeigen oder so? Marathon. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben sie ganz vergessen hier, dass es auch noch gibt. Auch noch nichts. Dafür habe ich ein bisschen was gelernt. Ja. Ja, dann mache ich noch kurz eine Ansprache. Muss man ja durch, ne? Ja. Hey Leute, ja, jetzt sind wir soweit durch mit dem Interview. Wir sind jetzt echt beide auch geschafft. Wir haben alle Fragen durch und wir müssen mal gucken. Ich glaube, der hinter der Kamera der Mensch hat, glaube ich, 7 oder 8 Mal neu auf Record gedrückt und jeweils ein Part hat 20 Minuten gedauert. Also wir sitzen hier echt schon ziemlich lange und haben extrem viel diskutiert und glaube ich auch, ich habe viel an Erfahrungen und Informationen sammeln können. Ich werde gucken, dass ich das Beste zusammenschneide oder ob ich alles in einer Art und Weise so rausbringen kann, dass ich euch am meisten Wert geben kann und hoffentlich auch gegeben habe. Und ich denke auch im Großen und Ganzen werden es mehrere Teile, weil das einfach nicht aufgrund der Masse der Fragen und der ganzen Intensität, die mit der Ölthematik mit sich hergeht und umhergeht, gar nicht in Kurzfassung darzustellen ist. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, gibt es sowieso nochmal ein Auto von mir zu Hause, aber das ist jetzt hier noch live vor Ort und ja, ich bedanke mich ganz doll bei Walter Wagner, dass wir jetzt hier auf die Beine gestellt haben und auch an den Kameramann, der auch hier tüchtig seit 3 Stunden steht und ja, auch was gelernt hat. Tschüssi. Okay, also nochmal vielen Dank für den Kommen, auch für die Zeit. Ne? Ja, gerne. Und ich hoffe, wir haben das sehr eindeutig und auch intensiv besprechen können und auch, dass die Leute da draußen das mitnehmen können. Ja. Und nochmals von unserer Seite recht herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, klar, gerne. Und hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Behind the Seeds wird auch herauskommen. Ja. Ist schon sehr cool. Ja. Hat mir sehr gefallen. Ich bin auch sehr dankbar über die Möglichkeit, dass wir auch Lust drauf hatten. Und werden wir mal schauen, was wir davon verwenden und wie das Ganze ankommt. Mhm. Super. Also, Dankeschön. Danke. Ja. Okay. Starke Nummer, ne? Ja, ist gut, ne? Ja. Hier in unserem schönen Studio hier. Man sieht ja nicht alles, ne? Ja, der Chef ist da echt immer knallhart. Blümchen, wir machen das und das und das, komme ich nächste Woche und zack, das Ding steht schon. Ja, das ist gut. Da bewegt sich mein Lied. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen, ja, es ist holpert, sagen wir noch ein bisschen, sagen wir mal, ich
Aber ich denke, geht es ganz locker. Normal, wir müssen, ich denke, dass wir, wenn wir jetzt mal zu uns kommen, dass wir so ein Interview, das kommt sehr, sehr gut. Ja? Ich denke auch, ja. So ein Interview ist interaktiver. Wenn man jetzt hier alleine verlassen und alleine hier stehen muss und muss hier blabbern, ja, das ist, dann da das geht ist mal schnell die Luft aus. Ne? Ja, das, ja, ja. Dann, da fehlt der Faden, da geht. Ganz ehrlich, aber hängt davon ab, was ich für ein Thema habe. Ey. Ganz ehrlich, ich kann das wichtigste Thema kann ich doch auch alleine jemandem nachbringen. Sag mal, eigentlich müsste ich hier stehen, ja, und nicht den Zaubermann hier machen, ne, mit dem, weil das Wissen ja kommt und dann auch. Nur ich habe dann, sag mal, auch nicht die Zeit dazu, ja, weil das dann doch zeitintensiv ist. Und dann muss er das machen. Ne? Und dann, also so ist jetzt erstmal der Weg. So ist es jetzt geplant, dass jetzt er hier hinten steht, ja, ja, und hier die Show bringt. Ne? Okay. So schrittweise, dass wir uns hier mal so nach und nach aufbauen. Ja. Aber was ich jetzt gemerkt habe, weil ich mache das auch zum ersten Mal, ja, ja, jetzt so ein Thema, was jetzt dann, sag mal, uncuttet, sag mal, es sind ja sehr viele Sachen drin, die man wirklich ungeschnitten da reinpacken kann. Ja, ja. Ja. Die hier uncuttet reinkommen, ich denke, dass man den Weg gehen muss, dass man hier ein Interview machen muss. Ja. Egal mit wem, ne? Dass man sich die Fragen ein bisschen vorbereitet und dass man hier steht. Ja. Ich denke, das kommt sehr viel besser. Okay, ja. Also man glaub, kann eigene, effizient arbeiten. Ne? Die eigene Manpower. Also ich sehe zum Beispiel jetzt Jay Lennos Garage, ne? das ziehe ich mir ab und zu mal rein und ich habe ihn abonniert. Ja. Gut, er ist eine ganz andere Nummer von der Persönlichkeit und was er schon in der Vergangenheit gemacht hat. Aber der Typ hat's drauf, ne? Also das ist einfach obercoole, was der bringt hier. Ich habe auch mal reingeschaut, nachdem du sagst, guck mal rein und so. Aber das geht ja schon lange. Ne? Das ist ja auch bei mir ein bisschen langartig. Ist ja auch legendär, ne? Seine Garage ist ja auch legendär. Ja, gut, was da drinstehen hat, ist phänomenal. Das muss man erstmal dahin bringen. Das muss man erstmal dahin schaffen. Ne? Das ist jetzt schon. Und von dem träume ich eigentlich noch ein bisschen, dass man sowas aufbaut. Ja. Aber da müsste man eine extra Halle bauen dafür. Ne? Da muss man so eine 400 Quadratmeter Halle, also denke ich mal, hat er, ja, wo er das da drin alles zaubert. Und wenn ich mal so eine Location habe, wo wirklich alles abgetrennt ist, ne, wo wirklich alles zu ist und wirklich die Hülle der Boden und da stehen die exklusiven Fahrzeuge. Und das ist ja auch so, die ganzen Typen, die hier auftauchen, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Verstehen Sie? Ja. Das sind ja auch irgendwo Koryphäen in seinem Bereich, die er hier reinnimmt und dann wird irgendwann mal einfach so ganz locker steht er hier noch dem Motto, das kommt an. Ja. Also sag mal, das geschniegelte, vorbereitet, das sehe ich die Leute, ne? Ja, ja, ja. Und da schauen die Leute rein, gell? Genau. Und das kommt super an, muss ich sagen. Ja. Ich denke auch, also so interviewtechnisch ist es auch, man bringt auch einfach super viel Wissen oder man kann viel Wissen abfragen oder auch mehr im Detail fragen. Stellen oder ja, aber es kommt halt, ich bin ja auch nicht vorbereitet drauf. Ich habe das jetzt zweimal gelesen, was ich hier mir im Vorfeld präsentiert habe, weil mehr Zeit war. Ne? Ja. Ja, das ist bei mir auch nicht anders. Ja. Und meistens kommt dann bei so Sachen sehr viel mehr raus, wenn man sich jetzt eine Woche über das Ganze den Kopf macht. Ne? Ja, vor allem bei Ihnen, Chef. Das ist 25 Jahre lang dieses Thema sozusagen. Ja, ja. Und in so einer Situation kommt das halt raus. Drin, ne? Ja, steckt halt drin. Ne? Das ist irgendwo. Ich sag mal, auswendig, ich habe es nicht gelernt. Ne? Ja. Das ist, es ist so. Das merkt man auch, ob ich was auswendig runter sage. Das kommt von von innen raus. Ne? Mhm. Ja. Ja. So, jetzt drücke ich das letzte Mal auf den Knopf. Das war es jetzt nämlich, oder? Ja. Indem ich auch die Akkus durchgefeuert. Ne? Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kuh, aber ich glaube, ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzten wir mal den Hashtag dran geblieben. Haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.